Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich habe ein Kompaktmagazin bei mir, aber jetzt habe ich festgestellt, das ist gar nicht so kompakt. Das ist genauso groß wie alle anderen, aber ich habe den Chefredakteur zu mir eingeladen, Jürgen Elsässer. Jürgen, ich freue mich, dass du da bist, kann ich gleich mal fragen. Kompakt, aber egal, es geht nicht um das Format der Zeitung, sondern es ist natürlich ein spannendes Heft. Ich glaube, ich kann gerade mal den Titel nochmal zeigen. Wird Steinbrück Kanzlerin, sehr schöner Titel, oder ja, über die NSU-Morde. Du hast viel zu erzählen. Merkel, die Patin und ihre Rivalen. aber fangen wir erstmal an bei dir. Wo kommst du her? Du bist ja, das Kompaktmagazin gibt es seit Ende 2010, glaube ich so, ne? Ja, Kompakt gibt es seit Dezember 2010. Monatlich sind wir seit Mai 2011 bundesweit am Kiosk, also nicht an allen Kiosken, aber an den größeren. An den guten. An den guten. Und ich habe vorher für. Also von Haus aus bin ich eigentlich Lehrer. Ich war 14 Jahre Lehrer und zuletzt auch Beamter auf Lebenszeit des Bundeslandes Baden-Württemberg. Mhm. Und habe dann diesen schönen Beruf an den Nagel gehängt und bin Journalist geworden ab 94 und habe praktisch alle Zeitungen der linken Szene durchlaufen. Tageszeitung Junge Welt, Monatszeitung Konkret, Wochenzeitung Jungle World, dann wieder Junge Welt, dann Tageszeitung Neues Deutschland. Und ich habe einfach im Laufe der Jahre gemerkt, dass die Linke, die ja immer kritisch sein will und Opposition sein will, dass die eigentlich einen Augenblind ist. Auch dazu gehört, ja. Dass es da auch Denkverbote gibt und Sprechverbote gibt. Und dann habe ich gesagt, nein, das lasse ich mir nicht bieten. Ich will meinen freien Kopf behalten. Ich will sagen können, was Sache ist. Sonst hätte ich Lehrer bleiben können. Ja, ja. Ich wollte raus aus dem Schuldienst, damit ich endlich sagen kann, wie ich mir die Sache vorstelle. Und dann habe ich meine eigene Zeitung gemacht und habe Leute gefunden, die das mit mir machen. Und unsere Devise bei Kompakt ist, schreiben, was die anderen nicht schreiben dürfen. Also wenn du von der linken Presse kommst, dann haben wir so Themen wie Hysterie, alles Antisemiten außer Mutti, schöner Titel. Aber das ist ja, da merkt man, es gibt Bereiche, wo man sowohl sagt, wenn jemand Antisemit ist, dann ist er links oder rechts, also das ist auf alle Fälle extrem. Nur distanzieren sich ja die Linken extrem von den Rechten. Also da hast du auch gemerkt, da irgendwas stimmt da nicht, diese Schubladen funktionieren nicht. Naja, ein Gutteil dieses Kastendenkens ist ja überholt. Also was man früher als links oder rechts bezeichnet hat, ist ja alles in einer Art totalitärer Mitte verschmolzen. Und es gibt freiheitliche, antidiktatorische Strömungen auf der klassischen Linken wie auf der klassischen Rechten. Es gibt die Libertären. Man findet gute Leute eigentlich in jeder Partei oder in jeder politischen Richtung. Und man muss, und das ist auch die Aufgabe von Kompakt, wegkommen von den Ideologien. Richtig. Und die Sachfragen ganz nüchtern und ganz gegenwärtig besprechen, ohne den Ballast von 1000 Jahren deutscher Geschichte. Ja, zumal ja, ich sag mal, wir eigentlich die Zeit gar nicht miterlebt haben und wir tragen aber im Grunde noch so ein bisschen so die Schuld, oder es wird uns immer wieder gesagt, ja, damals und so, ne, und bloß nicht übermütig werden und man muss aufpassen, was man sagt. Du hast das gesagt, es ist also eine gewisse Hysterie da, es gibt eine Political Correctness. Wie kann man das denn ja, lockern? Ihr macht, wie ich sehe, macht jetzt auf eine lockere Art eben mit auch hier allein der Titel ist witzig, indem ihr dann die Kanzlerin und den Steinbrück optisch vermengt, aber auch die Titel, ist das so nur, dass man sagt, man muss da einfach eine Lockerheit reinbringen, um zu zeigen, es sind nicht diese Schubladen? Man muss eine Souveränität reinbringen, ja, dass man ganz selbstverständlich sagt, natürlich sind wir Deutsche, natürlich haben wir unsere Geschichte, natürlich haben wir, nicht wir, aber unsere Vorväter Verbrechen begangen, aber man kann die deutsche Geschichte nicht auf 12 Jahre reduzieren und man soll, wenn man über die eigenen Verbrechen redet, nicht die Verbrechen der anderen weglassen, ja. Denn mehr oder weniger haben alle Dreck am Stecken. Und jetzt diese Geschichtsdiskussion auf Deutschland negativ zu fokussieren, ist ja ein Element, Leute unten zu halten.
Also was hat heute ein Jugendlicher mit Hitler zu tun? Gar nichts. Mhm. Und wenn man sich die Umfragen anschaut oder die Wahlergebnisse anschaut, ist natürlich Deutschland, was Rechtsextremismus angeht oder Parteien entsprechende angeht, im europäischen Vergleich. Marginal. Null fast, ja. Also was soll der Unsinn? Ja, und es ist aber heißes Thema. Antisemitismus wird halt immer vorgeworfen und gerade wird das politisch auch benutzt. Natürlich kann man sagen, dass natürlich bestimmte Interessen da auch hinterstehen. Naja, was wir ja beobachten und was mich auch bei der Linken sehr gestört hat, dass der Begriff Antisemitismus, der ursprünglich, ich sag mal noch in meiner Jugend vor 30 Jahren, ein relativ präziser Begriff war, der meinte Judenfeindschaft. Ja. Dieser Begriff wird jetzt inflationiert und auf alles ausgedehnt. Also Israel-Kritik ist Antisemitismus, ja, obwohl es in der Linken eigentlich eine ganz rationale Grundlage, Tradition hatte. Ja. Amerika-Kritik ist auch Antisemitismus. Ja. Bankenkritik ist auch Antisemitismus. Ja, nicht nur Nazis sind antisemitisch, nicht nur die SS, sondern auch die Wehrmacht, das Auswärtige Amt, der Deutsche Fußballbund. Jede dritte mexikanische Putzfrau ist antisemitisch. Ja, also irgendwann ist das so eine Schublade, ja, wo fast jeder. Also das ist ein sehr, sehr tragendes Grundelement dieser Political Correctness geworden, der Antisemitismus. Es gibt ja eine Hierarchisierung innerhalb dieser Political Correctness. Ja? Also wenn Antisemitismus ist sozusagen das Schlimmste. Ja? Ja. Also gegen Moslems darf man noch sein, ja, zeitweise. Ja. Aber Antisemitismus geht gar nicht. Ja. Ja, und gegen Deutsche zu sein, ist natürlich sozusagen die Pflicht der Political Correctness. Ja. Und in dem Sinne würde ich sagen, ist Political Correctness die Ideologie des Vierten Reiches. Was wir jetzt ja erleben, ist das Vierte Reich, wo praktisch unter der Maßgabe des Globalismus wird jetzt eine Macht gezimmert, die alle nationalen, kulturellen, religiösen Identitäten auslöscht und wir kriegen dann die sogenannte Weltgemeinschaft, wo alle McDonaldisiert werden. Richtig. Da kommen wir eigentlich zu der Frage, die hier auch auf dem Titel steht. Dossier, wie wird Deutschland wieder souverän? Das ist ja eine Frage, die stellen wir uns hier auf BewusstTV immer wieder. Wir haben ja auch jetzt diese große Aufbruchskonferenz, Aufbruch Gold-Rot-Schwarz am 9. November. Du hast was Ähnliches vor. Oder fangen wir an, was ist das für ein Artikel, worum geht es da? Also, wie werden wir souverän? Naja, wir behandeln das Thema, wie ihr auch, regelmäßig und wir machen eben jetzt eine große Konferenz, 14 Tage nach eurer, am 24. November in Berlin. Und uns geht es im Grunde darum, die Fragestellung zu klären, wie lange wollen wir noch für den Euro zahlen und wie lange wollen wir noch in amerikanische Kriege ziehen. Ja. Wann fangen wir eigentlich endlich mal an, wieder an, ein nationales Interesse zu definieren, was nicht Nationalismus sein muss, ja, was sich nicht gegen die Nachbarn richten muss. Und um diesen Aspekt, dass deutsche Souveränität nichts Furchterregendes sein muss, sondern einfach eine Stimme in einem europäischen Konzert. Um diesen Aspekt besonders deutlich zu machen, machen wir die Konferenz mit ausländischen Gästen, aus Frankreich vor allem, aber auch aus Russland. Das heißt, von den früheren Erbfeinden laden wir Leute ein. Wir haben aus Frankreich einen Parlamentsabgeordneten der Gaullisten. Wir haben aus Russland einen früheren Sowjetbotschafter, die da auch referieren, um ganz klar deutlich zu machen, hoppla, es geht nicht um Deutschland über alles, sondern es geht darum, der Devise Deutschland unter allem, ja, mal entgegenzutreten und zu sagen, wir sind ganz normal, wir wollen einfach sein wie alle anderen auch und wir wollen den Nachbarn nichts Böses und wir wollen Freundschaft, wir wollen ein Europa der gleichberechtigten Vaterländer. Ja, bisher hat das immer so funktioniert, sobald jemand eben gesagt hat, wir wollen auch mal deutsche Interessen vertreten, wurde das natürlich in die Ecke gestellt, rechtsextrem, nationalistisch, immer an die Vergangenheit erinnert. Funktioniert das noch oder merkst du auch, es wandelt sich was? Auch die Leute, die früher eben stark indoktriniert waren und haben gesagt, da will ich nichts mit zu tun haben. Ich weiß das ja noch, dass ich als Kind, wenn da jemand eine Deutschlandfahne im Garten hatte, haben wir gesagt, das ist ein Nazi. Ne? Das war einfach, ich meine, wie bescheuert. Ne? Es ist eine Fahne unseres Landes. Aber man hat uns so erzogen, dass natürlich jedes, was damit zu tun hat, ist bäh.
Ändert sich da was in der Bevölkerung auch? Siehst du das irgendwie, dass sich das auflockert? Naja, es gibt im Zusammenhang mit dem Fußball-Großereignissen, EM oder WM, gibt es seit 2006 diese Sommermärchenstimmung. Also jeder hat die deutsche Fahne draus. Ich habe damals noch in Kreuzberg gelebt. Diejenigen, die die deutsche Fahne am meisten am Auto oder am Balkon hatten, waren die Türken. Also es hat sich dann die Normalität von unten Bahn gebrochen. Das wollte ja niemand. Es kam von unten, es kam von den Fans. Und es zeigt einfach, es ist eine neue Generation da. Das ist das eine. Aber das andere ist eben, dass die Politik, alle Parteien und eigentlich auch alle Medien, wie gleichgeschaltet funktionieren. Und außerhalb dieser Sportereignisse wird das alles gedeckelt. Und wird immer gegengesteuert, gegen so eine Normalität, gegen so eine Normalisierung. Ja. Das war ja bei der WM, glaube ich, ganz deutlich. Da hat man ja vorher gewarnt, es gibt No-Go-Areas, wo also die Ausländer gewarnt werden, geht da nicht hin, da werdet ihr gleich zusammengeknüppelt von irgendwelchen Nazis. Ist ja im Grunde nichts passiert. Und es sind ja viele aus Engländer und Amerikaner, die haben gesagt, Mensch, wir wussten gar nicht, dass Deutschland so ein tolles Land ist, dass die Menschen so locker sind und so nett. Also hat viel gebracht. Das ist auch die Stimmung, wie wir vermitteln wollen, mit Kompakt, mit der Aufmachung, mit der Art, wie die Artikel geschrieben sind. Eine lockere Selbstbewusstheit, ohne jetzt eine Verkrampftheit, dass man sich preußisch inszenieren muss oder unbedingt weit ausholen muss, bis Barbarossa, Bismarck und so weiter. Nein, wir leben heute, wir haben was erreicht, wir können stolz sein. Und warum sollte man uns an den Karren fahren? Es gibt ja die Umfragen, ich weiß nicht, von BBC jedes Jahr, beliebteste Länder. Absolut, ja. Und da steht Deutschland immer vorne. Da wundert man sich als Deutscher, weil man immer denkt, wir sind überall gehasst. Und ich glaube auch, dass wir haben ja Probleme mit, sagen wir mal, türkischen Jugendlichen an den Schulen. Es gibt Gewalt gegen Deutsche. Und ich glaube, ein Gutteil der Gewalt, die wir haben, oder der Ablehnung seitens der ausländischen Minderheiten, der Einwanderer, kommt nicht daher, weil wir Deutschen zu protzig und überheblich auftreten und es dann sozusagen eine Gegenreaktion ist der anderen, sondern es kommt daher, weil wir so demütig und devot und unselbstständig auftreten, sodass ein Türke, der Nationalstolz hat, sagt, was soll ich da Respekt haben? Ja, das ist ja für die ein großes Thema, Respekt, sagen wir immer. Ja. Also sie respektieren jemanden, der auch selbstbewusst auftritt. Ganz genau. Aber die kreiden uns dann im Grunde an, wenn wir so diese demütige Haltung haben und sagen, oh, wir haben ja nichts gegen Ausländer, und, um Gottes Willen. Und wir sind ja. Ne? Ja, also diese Selbstverleugnung ist idiotisch, weil natürlich, als ich früher noch Lehrer war, ich war in Stuttgart an der Schule, wir hatten damals schon mehrheitlich Einwandererkinder, mehr als die Autochtonen. Die Türken waren glücklich, in Deutschland zu sein und haben die deutsche Kultur, Wissenschaft, Technik geschätzt. Ja, ja. Und aus der Generation gibt es ja ganz viele, gibt es auch aus allen Generationen natürlich, mit denen kann man sich unterhalten wie mit dir. Absolut. Die sind im Grunde fast die besseren Deutschen. Und das sind auch diejenigen, die uns Deutschen sagen, Moment mal, wieso macht ihr eigentlich alles, was die Amerikaner und die Israelis sagen? Wieso lasst ihr euch da so einpacken? Wieso seid ihr bei jedem Krieg dabei, den die da unten führen wollen? Ja, aber da kommen wir auch gleich zum nächsten Thema. Erdogan zündeln für den Weltkrieg ist ja auch jetzt mit Syrien und so, dass die im Grunde die Arbeit machen. Also wir müssen ja den Bogen spannen, dass diese Konflikte in Syrien und Libyen und so weiter eigentlich inszeniert sind von außen. Da werden also die Rebellen kommen nicht aus dem Land und sagen, wir haben einen blöden Assad hier, der muss weg, sondern das kommt von außen, damit das Land destabilisiert wird, weil natürlich ein kleines Land da am Nahen Osten keine anderen Länder neben sich oder keine starken Länder neben sich haben will, und nur unterstützt quasi Erdogan diese Politik gegen Syrien. Habt ihr darüber geschrieben? Zündeln für den Weltkrieg? Naja, man muss ja sehen, in der Türkei selbst, die Mehrheit der Bevölkerung ist ja gegen diesen Kriegskurs von Erdogan. Was schon bemerkenswert ist, denn bis dato hatte er die Unterstützung der Mehrheit. Aber jetzt beginnen die Leute in der Türkei aufzuwachen und fragen sich, welchen Typen haben wir da eigentlich gewählt? Warum unterstützt der Terroristen im Nachbarland, während die Leute, die Ähnliches in der Türkei machen, zum Beispiel die PKK, also die Kurden,
die werden eingesperrt und im Ausland unterstützen wir die Typen. Also da ist ein Aufwachen und das ist übrigens auch ein Dialog, den wir hier im eigenen Land nutzen können mit den Türken hier. Kompakt im Unterschied jetzt zu anderen Zeitungen, die politisch nicht korrekt sind und die meistens einfach rechts sich verorten, hat Kompakt die Offenheit, dass wir auch sehr viele arabische oder türkische Leser haben, die sagen, Moment mal, das finde ich gut, dass hier eine Zeitung gegen den Kriegskurs ist, gegen die Amerikaner ist, den Zionismus kritisiert und da gibt es dann eine Basis. Ja. Und ja, ich habe da auch einen offenen Brief an Erdogan geschrieben, unter der Überschrift, spinnst du eigentlich Erdogan? Ob er jetzt verrückt geworden ist, ob er denn mit Netanyahu, dem Irren aus Tel Aviv, konkurrieren will, wer am besten den Dritten Weltkrieg anzündet. Und da habe ich unheimlich viele Zustimmung von hier lebenden oder auch in der Türkei lebenden Türken bekommen. Du lebst ja nur in Berlin, du hast gesagt, früher Kreuzberg, jetzt nicht mehr, aber du in Berlin ist ja gerade diese Thematik jetzt auch wieder rückt immer wieder ins Licht der Öffentlichkeit, weil eben da eine Problematik ist. Da kann man tausendmal sagen, ja, Ausländer sind alle lieb und nett. Es gibt offenbar welche, die das nicht so sehen, die gewalttätig sind. Und wenn wir Deutsche das sagen, sind wir ausländerfeindlich. Wie erlebst du das in Berlin selber? Wie geht man damit um? Naja, in Berlin wird das Versagen der deutschen Politik offensichtlich. Grün, Rot, Rot, Grün oder Rot, Rot, was wir auch schon hatten in der Stadt, die betreiben einfach dieses hirnlose Multikulti. Ich sag immer, wir haben kein Problem mit dem Islam eigentlich, aber wir haben ein Problem, dass wir zu viele reinlassen. Also allgemein zu viel Einwanderung, nicht nur zu viel muslimische Einwanderung. Die dann ihre eigenen Strukturen bilden. Man darf nur so viele reinlassen, wie man beschäftigen kann. Ja. Denn am Arbeitsplatz, wenn der Einwanderer neben dem Deutschen steht, neben dem Urdeutschen sozusagen, dann entwickelt sich Dialog, Kameradschaft und so weiter. Aber wenn die Leute keine Arbeitsplätze haben, dann gibt es eben diese Parallelwirtschaftskreisläufe und dann auch die Parallelgesellschaften. Ich habe das erlebt, wirklich als ich noch in Stuttgart war, bis 1994, als ich Lehrer war. Das war ja damals CDU-regiert und sehr konservativ. Sehr konservativ, sehr schwäbisch, was ja noch schlimmer ist als preußisch. Ja. Und mit dieser klaren Strukturierung konnte man die Leute integrieren. Und dann hatten sie ihre Arbeitsplätze beim Daimler, beim Porsche, beim Bosch. Und da gab es keine Parallelgesellschaften, da gab es auch keine Kopftücher. Obwohl es schon viele waren. Stuttgart hat schon in den 80er Jahren 20% Ausländeranteil gehabt. Aber wir hatten die Probleme nicht. Die Probleme haben wir in Berlin. Es gibt keine Arbeitsplätze und es gibt keine klare deutsche Leitkultur. Ja. Weil dieser rot-grüne oder rot-rote Sumpf, die würden ja noch auf Weihnachten verzichten. Und am liebsten auf Deutschland komplett. Ja. Es gibt ja Aussagen von grünen Politikern, die wirklich sagen. Und dann sagen natürlich die türkischen Jugendlichen, hoppla. Wie soll ich mich integrieren? In was soll ich mich integrieren? In diesen Wackelpudding? Wie soll ich die respektieren, wenn die nicht mal Respekt vor sich selber haben? Und in Stuttgart damals hat es geklappt, weil es eine klare Leitkultur gab. Also es gibt ja auch die Linken, die gegen Leitkultur sind, halte ich für den größten Blödsinn. Jedes Land hat bestimmte traditionelle, kulturelle Wurzeln, auch religiöse Wurzeln, und die müssen konturiert sein. Das heißt nicht, dass man die anderen ausschließt. Nehmen wir Frankreich, die haben eine ganz klare Struktur, die sind ja auch viel stärker mit dem Kopftuch und so weiter. Kein Problem. Natürlich gibt es Probleme in Frankreich, aber auch nicht mehr als bei uns, obwohl die einen höheren Anteil haben. Ja gut, aber wenn ich in ein fremdes Land ziehen würde, da wäre das selbstverständlich, dass ich jetzt nicht sage, ich muss jetzt hier alles Deutsch haben, sondern dass ich die Sprache lerne, dass ich gucke, ja, wie leben die, wie ist die Kultur, dass ich mich da so verhalte, dass keiner sagt, oh, die scheiß Deutschen. Ne? Das wäre das Mindeste. Wir haben doch jetzt das verwandte Thema etwa mit der sogenannten schwulen Ehe. Das heißt, wir gehen ab von der traditionellen Leitkultur. Ehe hängt zusammen mit Familie und Familie hängt zusammen mit Kinderkriegen. Ja.
Und wir geben das jetzt den Homosexuellen. Okay. Was ist da eigentlich der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, dass die Türken sagen werden, warum legalisieren wir da nicht die Vielehe? Hm. Das ist doch auch eine Spielart. Es fängt irgendwo an. Ich sag mal, bei den Homosexuellen ist ja klar, dass man erstmal sagt, akzeptiert, die sind so, wie sie sind. Aber ist kein Problem, aber warum müssen die jetzt im Grunde... Genau. Jeder hat das Recht auf eigene Sexualität, sie auszuleben, warum nicht? Ja. Auch öffentlich. Ich bin immer eingetreten gegen die Schwulendiskriminierung. Aber warum muss man die Institution der Ehe, die ja der Familie, die ja im Grundgesetz geschützt sind, warum muss man die so preisgeben? Ja? Naja, es gibt ja bestimmte Interessen, sage ich mal, die eben jetzt auch die gesamte Globalisierung im Grunde bestimmt, dass nämlich, wie du auch zu Anfang schon gesagt hast, alles aufgelöst wird, was eben so kulturell oder wie auch immer bestimmt war. Also was da ist, das soll alles aufgelöst, ein Brei werden sozusagen. Ja. Das ist ja mit Multikulti ist das genau ja auch schon vorgelebt worden. Und dass wir das jetzt erkennen, es funktioniert einfach nicht. Es gibt natürlich bestimmte Unterschiede, was ja völlig okay ist. Dadurch ist es ja auch lebendig, aber man muss es ja nicht alles eins machen. Aber es steckt eben scheinbar eine Politik dahinter, die nicht akzeptiert die Identitäten. Genau, wir kriegen ja, wir verlieren Vielfalt, wenn wir den Brei kochen. Ja. Wir haben eigentlich eine bunte Welt aus verschiedenen Kulturen, verschiedenen Völkern, verschiedenen Lebensweisen. Und diese Verschiedenheit zerschmilzt, weil notfalls mit amerikanischer Luftwaffe Völker gezwungen werden, die islamisch sind, westlich zu werden. Ja. Und Völker, die christlich sind, werden gezwungen, islamische oder ihre Religion zugunsten der Gleichberechtigung des Islam und so weiter zu vergessen. Ja? Also wenn wir das Wort nehmen von Christian Wulff als Bundespräsident, der Islam gehört zu Deutschland. Es ist einfach nicht richtig. Das kann man so nicht sagen. Mhm. Ich würde immer sagen, der Islam muss einen Platz haben in Deutschland. Natürlich, ja. Das hat auch Friedrich der Große gesagt in Preußen, die preußische Toleranzpolitik. Jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Mhm. Aber zu sagen, der Islam gehört zu Deutschland wie das Christentum, das ist Unsinn. Übrigens auch, was das Judentum angeht. Also dieses ganze Gerede, christlich-jüdische Freundschaft und tralala, blendet ja die Vergangenheit aus, gerade in Deutschland, wo ja die Juden verfolgt wurden. Also man betreibt da nichts Gutes und man nützt den Minderheiten auch nicht. Weil gerade durch die Vermischerei, diejenigen, die am stärksten traumatisiert werden, sind die heranwachsenden Migrantenkinder. Weil die wissen gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Die brauchen eine klare Struktur. Die sie ja in der Familie auch haben. Also sie wachsen auf mit einem strengen Vater. Da sind natürlich die Jungs sind die Prinzen sozusagen. Die Frauenrolle ist wieder eine andere Sache da. Aber die haben natürlich nicht Respekt vor jemandem, sag ich mal jetzt ein Mann, der ein Weichei ist und nicht mal für sich selber einsteht fürs eigene Land. Ja. Anderes Thema, NSU-Morde. Da hast du ja, glaube ich, auch einiges interessant, schon in früheren Heften auch interessante Artikel gehabt und Interviews gemacht. Es gibt ja überall schon die Hinweise, dass der Verfassungsschutz da die beobachtet hat oder teilweise mitbestimmt hat. Aber ich vermute, es geht noch sehr viel weiter, dass eben auch unsere Politik ein Interesse da dran hat, dass man sagt, da gibt es Rechtsextreme, die sind gewalttätig und die müssen wir bekämpfen. Oder was hast du daraus gefunden? Naja, zunächst, es gibt Rechtsextreme, die sind gewalttätig und gefährlich. Natürlich. So wie es Linksextreme gibt, die sind gewalttätig und gefährlich, oder Islamisten, die sind gewalttätig und gefährlich. Aber wir haben ja das Phänomen, dass jede Form dieses Terrorismus, egal ob links, rechts oder islamisch, im Laufe der Zeit infiltriert wurde von staatlichen Agenten. Zu Zeiten des Kalten Krieges hieß diese Infiltrationsstruktur Gladio. Mhm. Das war die NATO-Geheimarmee. Und es gibt sehr gute Ausarbeitungen, wie eben sowohl der Terror der Roten Brigaden in Italien als auch der Terror der RAF in Deutschland, vor allem die dritte Generation, als auch der Terror der Rechtsradikalen, etwa das Oktoberfest-Attentat 1980, wie da diese NATO-Geheimagenten mitgemischt haben. Es wurde jüngst nochmal deutlich, weil ja der Prozess
über die Ermordung des Generalbundesanwaltes Siegfried Buback im Jahr 1977 durch die Rote Armee-Fraktion. Der wurde ja neu aufgerollt und der Sohn des Ermordeten, Michael Buback, war Nebenkläger und hat zahlreiche Indizien gefunden, dass eben die Frau, die da höchstwahrscheinlich geschossen hat, nämlich Verena Becker, nicht nur RAF-Mitglied war, sondern auch auf der Gehaltsliste des Geheimdienstes stand. Und vor diesem Hintergrund war ich natürlich elektrisiert, als diese Berichte rauskamen mit der NSU. Und wir hatten jetzt schon vor einigen Ausgaben, ich glaube im August hatten wir die Titelgeschichte Beate Zschäpe, Nazi-Braut als Geheimdienstagentin. Weil es ist offensichtlich, mit der Frau stimmt irgendwas nicht. Die anderen zwei aus dem Trio sind ja tot. Über den Selbstmord könnte man auch noch mal stundenlang reden. Ja. Sie ist übrig und was hat sie eigentlich gemacht? Ja? Was hat sie gemacht? Die Zschäpe wird ja, die hat für die offizielle Darstellung dieser Morde unersetzliche Hilfsdienste geleistet. Als die beiden Kompagnons sich umgebracht haben, Anfang November 2011, in diesem Wohnwagen in Eisenach, da war sie ja in ihrer Wohnung in Zwickau, in der gemeinsamen Wohnung in Zwickau. Und die offizielle Legende geht so, sie hat von dem Selbstmord erfahren, hat gemerkt, da läuft was schief und betreibt dann Beweismittelvernichtung. Steckt deswegen die eigene Wohnung an, bombt sie praktisch in die Luft. Aber der Clou ist, in dieser ausgebrannten Wohnung werden alle Beweismittel gefunden, um die offizielle Legende zu konstruieren. Denn bis zu dem Tag, bis zu dem Zeitpunkt, als das Haus brennt und die Zschäpe sich absetzt, kann man dem Trio ja nur nachweisen Banküberfälle. Nur weil in der ausgebrannten Wohnung die Tatwaffe der bis dahin als Dönermorde bezeichneten Kriminalstraftaten aufgefunden wird, nur auf der Grundlage beginnt dann die offizielle Legende, die dann ja nicht nur von Banküberfällen spricht, sondern das ist dann nur die Beschaffungskriminalität, sondern von diesen 9 bzw. plus Polizistinnen 10 Morden. Das heißt, die Zschäpe hat die Wohnung in die Luft gesprengt und die Knarre lässt sie da liegen, anstatt sie mitzunehmen oder wegzuschmeißen. Ja. Nächster Punkt ist, sie verschickt, also sie, die angeblich die Beweismittel vernichten will, verschickt, kaum dass sie die Wohnung verlassen hat, die Videokassetten mit Paulchen Panther, die jetzt ja als Bekennervideos dargestellt werden. Also die Frau liefert die Beweise, damit der Staatsanwalt seine entsprechende Anklage aufbauen kann. Das ist so ähnlich wie bei 9/11, wo man also in den Trümmern dann einen Pass findet von einem Attentäter. Also es ist alles verbrannt und in Schutt und Asche, aber der Pass ist unversehrt. Ja. Ne? Obwohl der natürlich der Erste ist, der verbrennen würde. Absolut. Und man findet natürlich in diesem Spukschloss, Spukhaus in Zwickau, findet man tatsächlich auch Pässe. Und zwar echte, falsche Papiere. Das heißt, diese drei hatten Personaldokumente auf andere Namen mit anderen Bildern, die von einer offiziellen deutschen Behörde ausgestellt wurden, damit sie abtauchen konnten. Die findet man da auch, aber davon war schnell nicht mehr die Rede. Ja. Also es gibt deutliche Hinweise, dass die Geheimdienste da mitmischen, überhaupt ja bei RAF, dritte Generation, hast du gesagt. Da sind auch, glaube ich, auch die ersten Bomben, die wurden auch von Bommi Baumann, oder wie hieß der? Der ist ja auch aus der Ecke gekommen, oder nicht? Nee, Bommi Baumann ist praktisch, war früher auch ein Terrorist, hat sich aber sehr schnell davon gelöst und spricht jetzt darüber, wie das damals war. Und er hat einen anderen identifiziert, der eben die Bomben geliefert hat. In den ersten Jahren der APO 68, 69 schon, ja. Und deswegen ist er, wir haben auch schon etliche Veranstaltungen mit ihm gemacht, ist einfach ein guter Zeitzeuge, ja. Der auch die Verena Becker kennt, die den Buback umgebracht haben soll und so weiter. Aber gibt es da Hinweise, dass dann von den Geheimdiensten dann auch dieser Zugang zu Waffen quasi
ermöglicht wurde oder dass das forciert wurde? Das sowieso. Das ist ja jetzt die Geschichte, die wir in der aktuellen Ausgabe haben. Die Spur der Stasi-Waffen. Mhm. Denn diese Haupttatwaffe, die in allen NSU-Morden Verwendung fand, ist die, eine tschechische Ceska. Ceska 83 mit Schalldämpfer. Und von dieser Ceska-Pistole mit Schalldämpfer wurden nur 54 Stück produziert. Okay. Und in der offiziellen NSU-Story heißt es jetzt immer, diese Waffen seien in die Schweiz verkauft worden. Und von da seien sie dann über verschlungene Wege zur NSU gekommen. Aber es wird nie darüber gesprochen, nicht in deutschen Zeitungen. Wir haben es in Schweizer Zeitungen gefunden. Mhm. Es wird nie darüber gesprochen, dass von diesen 54 Ceska-Pistolen mit Schalldämpfer 33 an die Stasi geliefert worden sind. Mhm. Und nur 21 an die Schweiz. Mhm. Und von diesen 33 Stasi-Waffen ist nie die Rede. Und die Frage ist, wo sind diese Stasi-Waffen? Im Laufe der Wiedervereinigung, im Zuge der Wiedervereinigung, wurden ja die entsprechenden Institutionen der sich auflösenden DDR mit den bundesdeutschen Institutionen verschmolzen. Also hätten diese Stasi-Waffen dem Innenministerium der Bundesrepublik Deutschland unterstellt werden müssen. Ja. Und wenn sie da vernichtet worden sind, müsste es darüber eine Aktennotiz geben. Wenn sie weiter Verwendung gefunden haben, was weiß ich, zum Probeschießen oder was auch immer, müsste der Bestand dokumentiert sein. Aber man spricht nicht drüber. Wo sind diese Waffen? Mhm. Und wer sagt, dass der Mord mit einer Schweizer Ceska und nicht mit einer Stasi Ceska gemacht worden ist? Mhm. Also da gibt es noch etliche Dinge zu klären. Sehr interessant. Also das Heft ist voll von solchen spannenden Sachen und ihr recherchiert da wirklich dann immer an dem Bereich, wo es eben auch kritisch wird und wo das System dann auch nicht unbedingt ein Interesse dran hat. Wo es weh tut. Lässt man euch arbeiten oder kriegt ihr auch Probleme? Na, wir haben natürlich im Internet viele Feinde, die dann auch allen möglichen Unsinn über uns verbreiten, über mich speziell verbreiten. Aber wir hatten bisher noch keine juristischen Probleme und es ist auch noch nicht ernsthaft versucht worden, unseren Vertrieb zu stören. Wir sind am Kiosk vertreten, der Grosso nimmt die Zeitung gerne ab, weil sie sich gut verkaufen und es gab von einigen Antifas, ja, gab es Versuche, uns anzuschwärzen, aber wer das Heft jemals in der Hand hatte, der weiß, es ist nicht rechts, es ist einfach vernünftig. Man kann da nicht mit der Keule draufhauen. Das ist das Schöne, wenn man sauber arbeitet, ja, dass man sich eben nicht angreifbar macht. Und sehr schönes Heft, muss ich sagen. Also kann ich nur weiter empfehlen. Und sag noch mal ein paar Worte zu eurer Konferenz jetzt. Was hast du, 24. November? 24. November, ja. Fragestellung, wie wird Deutschland wieder souverän? Wie lange wollen wir für den Euro zahlen? Wie lange wollen wir noch für die USA in Kriege ziehen? Wir haben Referenten aus Deutschland, Peter Scholl-Latour und Karl-Albrecht Schachtschneider. Das ist sozusagen auch eine Weltpremiere, dass die beiden zum ersten Mal sind die gemeinsam auf der Konferenz auf dem Podium. Ja. Ja, ja. Also er, der Scholl-Latour, der Altmeister der Geopolitik, ja, und Schachtschneider sozusagen das Maschinengewehr der Volkssouveränität. Ja. Mhm. Und wir haben auch aus Deutschland frühere Staatssekretäre. Wir haben den langjährigen Staatsminister aus dem Auswärtigen Amt, Helmut Schäfer von der FDP. Mhm. Und wir haben den Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, Willy Wimmer, CDU, der damals mit Kohl die Modalitäten ausgehandelt hat, wie wird die NVA in die Bundeswehr eingegliedert im Verteidigungsministerium. Also wirklich Leute auch aus dem Establishment, die jetzt aber seit Merkel dran ist vor allem, total entsetzt sind über den Kurs der Außenpolitik, mhm, die immer stärker werdende Unterordnung. Ja. Der immer größere Souveränitätsverlust, die kein Gehör mehr finden in den jetzigen Ministerien und Apparaten, ja,
die es schwer haben in der etablierten Presse und die deswegen jetzt zu uns kommen und sagen, Mensch, ihr traut euch was, mit euch machen wir was zusammen und die sind jetzt auf dieser Konferenz. Ja. Wo wird das stattfinden und in welchem Rahmen? Das ist eine ganztägige Konferenz an der Freien Universität Berlin im Audi Max des Henry Ford Baus. Mhm. Ganztägig von 9 bis 18 Uhr am 24. November. Man sollte sich jetzt schon anmelden, damit man noch einen Platz bekommt, denn die Anzahl, die Größe des Saales ist begrenzt. Mhm. Und wir machen besondere Rabatte für Leute, die auch Abonnenten sind. Also es empfiehlt sich, die Zeitung zu abonnieren. Und dann kann man für 9,90 Euro die Konferenz besuchen. Da hat man das Abo fast schon wieder raus. Ganz genau. Oder nicht ganz. Ganz genau. Ja. Ja. Also das ist hier nochmal auf der Rückseite dazu. Ja. Ihr blendet ja die... Das kann man einblenden. Und ihr habt ja dann eine Homepage, auch genau. Kompaktmagazin, also mit Bindestrich und .com. Ja. Da findet man auch alle Infos. Ganz genau, ja. Ja, ich denke, wir werden dich nochmal einladen. Du hast ja viele, viele spannende Themen, aber wir sollten es erstmal dabei belassen, weil das natürlich jetzt wichtig ist, auf die Konferenz hinzuweisen und auch auf das Heft, denn das sind spannende Sachen und ich denke, wir werden mehr zusammenarbeiten, weil wir einfach sehen. Müssen wir. Ich bin ein großer Vertreter davon, dass man zusammenkommt, auch aus unterschiedlichen Richtungen. Ja, ich habe immer gesagt, lass uns aufhören mit der Streiterei, lass uns aufhören mit den Eifersüchteleien. Ja. Jeder hat Fehler gemacht, jeder hat seine Vergangenheit, jeder hat seine Stärken. Ja, und ihr kommt jetzt zum Beispiel mehr aus, ihr habt mehr so esoterische Anteile, sehe ich kein Problem drin, ich teile da nicht alles, aber okay. Muss ja nicht. Nee. Es gibt Schnittpunkte offensichtlich und dass wir natürlich in der Politik auch aktiv ja, was heißt aktiv, politisch aktiv, aber dass man zumindest sagen muss, was wir wollen. Ja. Dass diese Dinge, die da so im Argen sind, dass man die ansprechen muss und zwar klar sachlich. Wir können die nicht unbedingt bekämpfen und auch nicht schimpfen und sagen, alles scheiße, das bringt alles nichts, sondern ganz klar sachlich, das machst du, das macht ihr mit einem Kompaktmagazin. Und es wäre toll, wenn wir da zusammenkommen. Ich komme auch gerne zu eurer Konferenz. Vielleicht kommst du ja auch zum Aufbruch. Ich selber kann nicht, weil ich habe eine Interaktion, aber ich versuche, dass von uns jemand kommt und würde mich sehr freuen, wenn du da bist. Wunderbar. Vielen Dank erstmal, Jürgen Elsässer. Vielen Dank,